das Spiel hat einen echt seltsamen Namen. Bob. Was soll das heißen? Sehr aufregend klingt das eher nicht. Als ich jedoch beim Stöbern auf der Börse in Montabaur darüber gestolpert bin, ratterte es in mein Gehirn. Irgendwo hatte ich mal gesehen, dass es gar nicht mal so schlecht ist und vielleicht sogar ein Hidden Gem ist. Also sagte ich das Modul ein und nun lass mal zusammen hereinschauen, was sich dahinter verbirgt. Was taugte Bob für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Grey Matter programmiert und von Electronic Arts 1993 weltweit veröffentlicht. In Japan erhielt es beim Namen noch den Zusatz Space Funky. Warum auch immer. Neben dem Super Nintendo erschien es auch auf dem Mega Drive. Unser Held Bob baut einen Unfall auf seinem Weg zu seinem Date. Und irgendwie ist er in ein Gebiet voller Gegner gestrandet. Euer Ziel ist klar, herausfinden, wie er da rauskommt und auf dem Weg ordentlich Backpfeifen verteilen. Das Spiel ist ein Action-Plattformer und das Ziel ist in jedem Level klar. Gelangt bis zum Levelende und sterbt dabei möglichst nicht. Bei der ganzen Sache seid ihr natürlich nicht ganz wehrlos unterwegs. Ihr könnt springen, schlagen, schießen und Spezialgegenstände einsetzen. Beim Schießen habt ihr jedoch ein Problem. Ihr habt keinen unbegrenzten Munitionsvorrat wie zum Beispiel im Propotector. Wenn es hart auf hart kommt, müsst ihr euch also auf den Nahkampf verlassen. Und der ist nicht wirklich effektiv. Ihr könnt daher nicht mit dem Finger auf dem Dauerfeuerknopf herumrennen. Immerhin könnt ihr aber an den Leveln frische Munitionsarten einsammeln, die eure Knarre dann entsprechend upgraden, bis die jeweilige Munition aufgebraucht ist natürlich. Diese Arten sind jetzt jedoch nichts übermäßig aufregend Neues und beschränken sich eher auf Bekanntes. So gibt es zum Beispiel einen Mehrfachschuss oder einen Flammenwerfer. Kommen wir zu den Spezialgegenständen. Diese können zum Beispiel tragbare Trampoline sein oder ein Jetpack. Auch die haben, Überraschung, eine begrenzte Anwendungsanzahl. Diese helfen euch mal aus schwierigen Situationen und man braucht sie aber auch, um spezielle Hindernisse zu überwinden. Die Level sind dabei angenehmerweise nicht linear gestaltet und laden zum Erkunden ein. Hier und da sind es schon mal Level-Ups und ähnliches zu finden. Die Länge der Abschnitte ist jedoch angenehm knackig kurz und so verzettelt ihr euch auch nicht. Viel Zeit zum Erforschen habt ihr aber eh nicht, da es immer ein Zeitlimit gibt. Aber keine Angst, die sind jetzt nicht allzu knapp bemessen. Das Spiel steuert sich bei dem Ganzen angenehm knackig und Bob macht immer das, was ihr wollt. Auch bin ich über keine allzu unfaire Stelle gestolpert. An sich leistet sich das Spiel keine groben Schnitzer, bis auf die fehlende optische Abwechslung vielleicht. Irgendwie sehen die Level dann doch alle ungefähr gleich aus, obwohl es eigentlich verschiedene Settings gibt. Ansonsten wird euch hier solide, aber nicht spektakulär neuartige Kost geboten. Technisch steht das Spiel solide da. Grafisch ist Bob liebevoll umgesetzt worden. Die Animationen sind klasse geraten und strotzen nur so vor kleinen Details. Nur sind die Level, wie angesprochen, nicht sehr abwechslungsreich gestaltet und mal ganz ehrlich, ob die Giftpfütze jetzt grün oder gelb eingefärbt ist, das macht jetzt keinen Unterschied. Der Sound steht, Überraschung, ebenso da. Alles wird gut untermalt, ist jetzt aber kein Ohrwurmmaterial. Was taugte Bob für den Super Nintendo also heute noch? Ich hatte definitiv meinen Spaß mit dem Spiel. Es macht nichts falsch und das Gebotene ist sehr gut umgesetzt worden. Auch der allgemeine Charme geht voll in Ordnung. Für die Oberklasse fehlt es für mich jedoch etwas an einem besonderen Merkmal. Irgendetwas, was die anderen Spiele des Genres nicht bieten. Ansonsten könnt ihr hier auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. Das Spiel ist auf jeden Fall solide Plus. Das war der Test zu Bob für den Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ihr fantastischen Menschen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.